Und damit hallo und herzlich willkommen zur vielleicht letzten Folge. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen gleich gegen Zedlaw. Die Parasiten sind wir losgeworden mit dem netten Gerät. Muss ich jetzt hier zurück, oder was? Ja. Und ja, ich bin gespannt, was passiert. Guck, hier stehen noch ein paar Items rum. Können wir noch irgendwie was... Ja gut, hätte ich es nicht verkauft, hätten wir die Möglichkeit noch, ein bisschen abzugraden. So, wir haben hier nochmal Munition bekommen. Allzu viel haben wir nicht, aber es sollte vielleicht reichen. Wir haben ja noch den Raketenwerfer. Wobei ich bezweifle, dass das funktioniert. Unsere Aufgabe. Die Macht der USA ist auf drei Gebiete verteilt. Das Justizministerium, die Verwaltungsorgane und das Militär. Um an diese Macht zu gelangen, müssen wir Los Illuminados zuerst die Ratgeber des Präsidenten beeinflussen. Sollten die USA hinter unseren Plan kommen, wäre der Schaden gering. Wir wären noch immer in der Lage, das Land wie geplant zu vernichten. Wir machen uns die Internationalität ihrer Macht zunutze und unterwerfen die ganze Welt. Falls unser Plan doch nicht so reibungslos läuft, wie erwartet, kommt Plan B zum Einsatz. Wir infiltrieren die USA mit unseren infizierten Leuten. Angst und Chaos werden sich wie ein Virus verbreiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land seine Stabilität verliert. Und wenn es am schwächsten ist, werden wir aktiv. In beiden Fällen kann uns niemand davon abhalten, die Welt zu beherrschen. Doch einmal Leon. Was macht mein Kater da schon wieder? Ach, da ist nochmal ein Händler. Oh, und speichern. Das ist sehr gut. Eine Brandgranate. Klingt schon mal sehr gut. Da nochmal Munition. Wir haben ja noch echt noch einen Händler. Ja, kriege ich aber trotzdem keine 80.000. Wir können aber noch ein bisschen was verkaufen. Welcome. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? Ich verkaufe dir mal das gelbe Kraut. Is that all? Thank you. Und das war's. Come back anytime. Auf zum letzten Mal speichern. Das letzte Kapitel. Okay, das wird es dann sein. Okay, das nehme ich nochmal so mit. Das grüne Kraut. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. War ja irgendwie wieder klar.
Okay, der Typ hat da irgendwie ein bisschen eine Marmelade. Von daher würde ich mal sagen, wir machen das mal ganz mit der Pumpgun. Also wir müssen auf jeden Fall diese Augen treffen, wie es ausschaut. Ist er jetzt da durchgebackt? Pumpigan. Also wir müssen ihn auf jeden Fall mit dem Messer ins Auge stechen, das ist schon mal ganz klar. Von daher macht es, glaube ich, wenig Sinn, jetzt den Raketenwerfer zu benutzen. Einfach mal hier weiter rennen. Aua! Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Den habe ich echt nicht kommen sehen. Autsch! Will ich mal was ausprobieren? Was? Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Very cute. Ja, so kann es gehen. Also hätten das beim ersten Mal schon so machen können. Du erhältst jetzt Jetski-Schlüssel. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich fliehen. Wir müssen jetzt nach Hause. Wir haben noch 2 Minuten. Alter, jetzt kriegen wir die fetten Dinger hier, ey.
Das ist natürlich kacke, dass die Zeit läuft. Leon! We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? Okay, lauf, Schnecke, lauf! Wir lassen jetzt alles links und rechts liegen. Los, komm, schnell! White Schlibby. Los, spring drück, Schnecke! Wir müssen hier raus! Scheiße. Wenn ich jetzt von oben mal runterrennen muss, dann kriege ich einen Anfall. Nee, okay. Ist hier noch irgendwas? Hang on, sweetheart. Okay, also wir müssen gucken, dass wir es irgendwie schaffen. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Muss ich jetzt gerade ausfahren oder was soll ich da machen? Also du hast den Endboss platt gemacht, ne? Der war ja jetzt nicht gerade schwer. Du hast den Endboss platt gemacht und jetzt schaffst du diese Scheiße hier am Ende nicht. Alter. Kann ein Spiel zu Ende noch beschissener werden? Ja, es kann. Es kann. Ich hatte eigentlich gerade so gedacht, naja gut, vielleicht 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten kriegen wir voll. Aber wahrscheinlich wird es eine ganze Folge noch, weil ich das hier nicht schaffe. Alter. Hang on, sweetheart. Aber Entschuldigung, wie kann man so eine Scheiße programmieren? Jetzt mal ehrlich. Danke.
Alter! Nein! Also, das mit diesem Zug, mit der Lore, das war schon nervig. Aber das hier, das schießt den Vogel ab in diesem Spiel. Hang on, sweetheart. Ich bin jetzt mal richtig gespannt, wie der Sirius das macht. Weil der Sirius, der spielt das Spiel nämlich auch noch. Und der ist noch nicht so weit wie ich. Der hat das noch gar nicht angefangen. Aber ich bin da echt mal gespannt, wie der sich da drin schlägt. Ich meine, es ist mal was Neues. Aber die erste war hier. Ja, jetzt haben wir's. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Ja, Freunde, ich schalte mich nochmal eben dazu. Oh, was eine Kacke am Ende, bitte. Was eine Kacke. Ein geiles Spiel, keine Frage. Ein paar Passagen, mega nervig. Aber, und dann fand ich es ein bisschen zu lang. So ein paar Sachen haben da wirklich nicht reingehört. Irgendwie, also meines Erachtens, ich habe mal die Klappe. Ah ne, da kam nur ein Wechsel, okay. Ich dachte, es kommt noch ein Video. Es war gut und gleichzeitig auch schlecht. Weil ich mag das ja nicht so, wenn die Spiele einfach so langgezogen werden. Mit irgendwelchen unnötigen Sachen. Zum Beispiel auf der Burg. Unnötig. Im Gefängnis. Unnötig. Diese Weg zur Insel. Wo der Helikopter kommt. Unnötig. Das waren alles so Sachen, die nervig sind. Keine Frage. Auf jeden Fall, die Bosse waren relativ easy. Bei den ersten Bossen haben wir ja gekämpft. Ich warte kurz. Ah, okay. Bei den ersten Bossen haben wir ja gekämpft. Richtig gekämpft. Und bei den zweiten war es dann immer so... oder bei den nachfolgenden war es dann so, okay. Raketenwerfer! Super! Hat auch bei Settler sehr gut funktioniert. Wobei ich muss sagen, der Fight wäre jetzt, ich glaube, gar nicht mal so verkehrt gewesen, wenn wir das einfach mal durchgezogen hätten.
aber ich bin halt so ein Mensch vom schnellen Gameplay. Naja, ich will nicht so viel quatschen. Genießt den Abspann. Die meisten gucken sowieso nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wahnsinnig über eure Unterstützung mit einem Daumen nach oben, ein Abonnement und wenn ihr möchtet, einen Kommentar. Das kostet nichts. Es ist very kostenlos und es würde mich wahnsinnig unterstützen. Auf jeden Fall freue ich mich schon wahnsinnig auf Resident Evil 5. Vielleicht werden wir es im Koop spielen. Ich weiß es noch nicht, ob ich da jemanden finde, der Bock hat. Der Sirius, wie gesagt, ist noch nicht so weit. Und ansonsten machen wir es einfach solo. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Resident Evil Let's Play. Tschüss! Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack-free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. Ja, hier haben wir es nochmal in voller Runde. Wir haben das Ergebnis von dem Erlebnis war Trefferquote 73%, getötete Gegner 758, verlorene Leben 30 Mal, 71 oder 72 Mal gespeichert und wir haben das Ganze in 14,5 Stunden durchgespielt. Ja, damit tschüss!